Ja, es ist ganz einfach. A, B, C, D und E. Das können Sie sich merken, oder? Gut. Gerade noch so. Ich schreibe Ihnen trotzdem auf oder ich zeichne Ihnen auf, wie diese Netzklassen eingeteilt sind, einfach, dass Sie eine kurze Vorstellung davon haben. Aber die einzelnen Werte von diesen Netzklassen, die können Sie, wenn Sie es jemals brauchen sollten, nachschlagen, ja? Weil die Netzklassen sind eigentlich so, wie wir sie heute, wie sie ursprünglich mal definiert worden sind, sind so heute nicht mehr gültig. Man spricht zwar ab und zu noch davon, aber in der Praxis ist das nicht mehr relevant. Es ist veraltet. Aber ich muss Ihnen so ein bisschen den Hintergrund von der Funktionsweise von IP und dem Routing erklären. Und es funktioniert bei Netzklassen eigentlich ganz gut. Also die Netzklasse A, die reicht von der IP-Adresse 1.0.0.1 bis 127.255.255. Upsa, da fehlt noch eine 5. 55, 255, genau so. So, dann haben wir die Netzklasse B. Dort geht es weiter bei 128.0.0.1 bis 191, 255, 255, 255. Und die Netzklasse C reicht von 192.0.0.1 bis 223, 255, 255, 255. Und dann gibt es noch D und E. Da spare ich mir jetzt die Aufzählung. Das ist hier Multicast. Sind Multicast-Adressen, die nochmal gesondert beantragt werden müssen. Und das ist hier vergeben. Ich möchte damit auch sagen, dass man inzwischen keine freien IP-Adressen nach Version 4 bekommt mehr. Ja? Die existieren nicht mehr. Die sind alle vergeben. So, und die Netzklassen muss man jetzt dazu sagen, da findet die Trennung, da ist definiert, wo die Trennung stattfindet zwischen Netz-ID und Host-ID. Und bei der Klasse A ist es der erste Punkt, bei der Klasse B der mittlere Punkt und Klasse C ist es der letzte Punkt. Ja, also wenn Sie eine IP-Adresse haben, die mit 1 beginnt, beziehungsweise bis 127, dann ist es eine Adresse aus einem Klasse A-Netzwerk und die Trennung findet praktisch beim ersten Punkt statt. Und der hintere Teil ist die Host-ID. Diese Einteilung hat man gemacht, um das Routing zu vereinfachen. Ja? Das ist das Wichtige daran. Netzklassen gibt es deshalb, um das Routing zu vereinfachen. Bitte schön. Also ein Router merkt sich im Prinzip immer nur den Netzteil. Ja, auch wenn er ein Datenpaket bekommt, dann schaut sich der Router nie die komplette Adresse an, sondern immer nur den Netzteil. Und anhand der ersten Zahl weiß der Router eigentlich schon, was habe ich denn jetzt hier für ein Netz? Ja, ist es Klasse A, B oder C? Ja, genau. Oder wenn der Router, der empfängt, für den ist es sehr interessant. Und der letzte Router in der Kette, insgesamt von der Übertragungsstrecke, der schaut sich erst das letzte Teilstück an und entscheidet dann, was er dann damit macht.